Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Es ist Sonntag früh, halb sieben. Ne, Samstag früh, halb sieben. München Hauptbahnhof. Ich fahre jetzt nach Salzburg mit ein paar Leuten. Und zwar findet dort heute die österreichische Yu-Gi-Oh! Meisterschaft statt. Wir wollten eigentlich mit den ganzen alten Jungs von Yu-Gi-Oh! TBT früher fahren. Hätte ein fettes Comeback werden sollen. Also nicht Comeback, aber chilligen Tag zusammen verbringen. Genauso wie in alten Zeiten, aber ihr wisst, Yu-Gi-Oh! Ist tot und die Jungs sind tot. Leider nichts draus geworden, keiner von denen ist am Start, außer Nico. Aber noch ein paar andere Kollegen am Start, also ich schau vorbei. Passt ganz gut zum Event, Abenteuerwoche. Für neue Stops kriegt man mit Glücksei 4200 EP. Also schauen wir mal bei der Meisterschaft vorbei, zeige ich euch ein paar Sachen. Folgt mir auf Instagram, dann seht ihr mehr. Und dann schauen wir mal, was so in Salzburg geht, zwecks Pokémon. Zum ersten Mal bin ich dann dort wegen Pokémon. Jetzt erstmal muss ich die anderen finden. Wir haben ihn, Leute. Den krassesten Trader. Mein Gott, er sieht mich nicht. Yo! Ich knapp, Bro. Nichts, Mann, nichts. Mein Gott, ich wusste, dass hinter mir heller ist. Oh, da was geht ab, Leute. TBT hier. Nee, nicht ganz. Also. Wir haben erstmal unseren Zug verpasst. Dank wen? Dank Kong. Weil er auf die rechte Seite wollte, obwohl wir nach links mussten. Ich bin echt verwirrt. Die Story erzähle ich euch später. Aber jetzt. Oh nee, shit, Alter. So. Okay, das. Du musst erstmal engaged ziehen, Bro. Ich öffne mal wieder einen Booster. Nach gar nicht so langer Zeit, weil ab und zu krieg ich Booster von Gate to the Games noch. Oh shit, Sponsor oder was? Alter, den kenne ich noch. Okay, das ist leider nichts Besonderes. Hat Spaß gemacht, deinen Booster aufzumachen. Nee, nicht wirklich. So, Salzburg angekommen. Wir hatten kein Ticket. Richtig leiden, mussten extra Geld zahlen. Dann dachten wir, das Ticket, das wir haben, zählt nicht für die Rückfahrt. Also nochmal extra Geld, aber hat sich alles geregelt. Wir können damit zurückfahren. Aber für die Hinfahrt. Leider nicht! Für die Hinfahrt mussten wir jetzt extra zahlen. Drei Schwarzfahrer, aber die Kontrolleurin. Sie hat geklärt. Hat geklärt, hat nur zwei Tickets berechnet. Also haben wir nicht ganz so viel Minus gemacht. Hong seinen Charme gesehen. Die so, oh mein Gott, ich kann nur zwei berechnen. Hat trotzdem 33 Euro extra. So, auf zur Location. Ich bin echt gespannt. Jetzt seht ihr unsere alte Welt. So. Alte Welt. Warte mal. Davon muss ich später noch ein Foto machen. Für Instagram. Folgt mir auf Instagram. Da seht ihr, was heute hier so passiert. Machst du Live-Stories? Machst du Stories? Ja, Mann. Oh, shit. Genau, folgt den Live-Stories. Mal schauen, was heute so passiert. Gehst du live auch für die Leute? Live war ich noch nicht auf Instagram, ne? Echt, noch nie? Noch? Nee, ne. Alter. Nur auf YouTube. Geil, mach's mal. Top Trader ist bereits in Aktion. Er kommt nicht mehr an, schon kriegt er Geld. Ich schau mal gleich, woher er kommt. Krasser Typ, Mann. Krasser Typ. Wo ist er? Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wo lang wir gehen. Wieso, was machen wir überhaupt hier? Ich kenne mich nicht mehr hier aus, Mann. Hä? Muss, Digga. Muss. Wo warst du? Die Leute kommen? Naja. Oh shit, was geht, Digga? Das ist bei euch. Alles gut? Ja. Ich bin auf dem Map von den Great Brothers Rollen gerade. Ja, schau mal, Mitch, erkannt hier. So. Turnier läuft. Ein Kollege hat die Anmeldung leider verpasst. Ich weiß nicht, ob er noch reingekommen ist. Aber das war's von Yu-Gi-Oh! Wir schauen später vielleicht nochmal rein, wenn das Turnier läuft. Also, das Spiel ist sowas von tot. Auch überraschend wenig Leute da, also
die, die spielen, meinen ja immer, ja, das Spiel geht gerade ends up und so viele Leute. Und es kommen immer mehr zu den Turnieren. Aber ist egal, wir laufen jetzt durch Salzburg. Neue Stops drehen, ist ja das Event. Richtig krass viele P, 4200 pro neuer Stop mit Glücksei. Das machen wir natürlich. Wir machen ein paar Raids, falls wir die finden. Ich starte mit, Moment, ein paar habe ich natürlich schon gedreht, aber starten tue ich mit 87,5 Millionen. Schauen wir mal, wie viele P wir machen können. Da vorne ist der Spar. Da holen wir uns erstmal unser Frühstück und dann geht's los. Ein paar 10 Eier habe ich auch am Start. Ich hatte ja die Quest gehabt mit Brüten. So. Auch schon. Kann ich die Bonbons gebrauchen? Mein Hund hat auf Max zu pushen. Es hängt ein bisschen hier in Österreich. Ist ein bisschen leidend. So, Heavy Check. Deck 15. Naja. Müssten 4 sein. So, nächstes Ei. Ah, wollte dann. Das Schlechteste, was kommen kann, jetzt nach dem Seeday. Und zum Glück Glücksei an. Klappt ja. 6, 17 oder sowas. Und der letzte. Oh, 602 oder sowas. Oh. Und auch noch die wenigsten Bonbons. Ja. Schade. Richtig schlecht. So, ich bin wieder zurück. Bisschen chillen, bisschen ausruhen. Die Tour durch Salzburg war erfolgreich. Hab echt eine Menge neue Stops gedreht. Ich habe 500.000 EP gemacht in 2 Stunden oder so. Also das Event ist echt krass. Wir müssen auf jeden Fall nach Augsburg oder so. Also noch ein paar andere Städte abchecken. Zwecks neuen Stops. Und das blende ich euch hier jetzt auch nochmal ein. Ich habe eine Ergodactyl-Quest gemacht. Was habe ich bekommen? Shiny Ergodactyl. Leider nicht 100%, das wäre zu krass gewesen. Aus der Quest Level 15, 1118. 1100 hatte meiner, gar nicht so schlecht. Aber ja, Shiny Ergodactyl jetzt. Aus Salzburg. Sonst echt nicht viel gemacht, nur Stops gedreht. Ein Ergodactyl-Raid. Ich war bei ein paar Legendären, aber da ging nichts, war niemand da. Ich habe jetzt eigentlich auch den Großteil der Stops abgegrast, also so viele Stops sind da gar nicht mehr. Eher so weiter außen und eher vereinzelt, aber den Großteil jetzt abgegrast. Wie gesagt, 500.000 gemacht, bin jetzt bei 88 Millionen. Also das Event haut schon rein. Und ein Kollege hat mir geschrieben, der ist auch gerade in Salzburg, Event ausnutzen. Holt mich später ab vielleicht und dann fahren wir noch ein bisschen rum, ein bisschen rain, noch mehr Stops drehen. Aber jetzt
erstmal. Zurück zu Yu-Gi-Oh! Zeige ich euch noch ein bisschen was. So, das war's erstmal. Kollegen verabschieden sich. Und dann geht's auch schon wieder ab nach Hause. Update, was ich so getrieben habe, kommt später. So, das war's von meinem Abenteuer in Salzburg von der ÖM Österreichische Meisterschaft in Yu-Gi-Oh! 2018. Wer mir auf Instagram folgt, Moment, ich muss mal niesen. So, wer mir auf Instagram folgt, der hat einen Post gesehen in der Story. Da habe ich einen alten Kollegen gezeigt von meinem alten Yu-Gi-Oh! Team. Und der hat übrigens das Turnier gewonnen, ist österreichischer Meister 2018. Shoutout, Glückwunsch an Eugen. Und EP-technisch habe ich um die 800.000, 900.000 gemacht. Was ziemlich viel ist, weil ich war A, nicht lange unterwegs und B, zu Fuß unterwegs. Und da fast eine Mille gemacht mit dem Event, also 4.200 pro Stop. Das ist echt zu krass. Problem ist, es gibt halt nicht so viele Stops, die neu sind. Wie gesagt, mal schauen, vielleicht fahre ich noch nach Augsburg, Nürnberg, was weiß ich, Regensburg, irgendwas so in näherer Umgebung mit den ganzen neuen Stops. Eigentlich müsste es auch reichen, wenn du in irgendeinem Stadtteil hingehst, wo du noch nie warst. Muss ich mir mal überlegen, aber an sich, Event haut schon rein. Shiny Aerodactyl, schreibt unten in die Kommentare, ob ihr auch schon Shiny Aerodactyl habt. Oder Shiny Kabuto und Ammonitas. Aber ja, ich glaube, das war's von mir erstmal. Viel mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram. Dann seht ihr auch, was ich alles so sonst noch gemacht habe an dem Tag. Twitter. Und noch irgendwas. Facebook, genau. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.